Mein Name ist Dominik Gräser, ich bin 17 Jahre alt und ich mache meine Ausbildung bei der Stadt Nürnberg zum Verwaltungsfachangestellten, Fachrichtung Kommunalverwaltung. Und ich mache die Ausbildung, weil mir der Umgang mit den Bürgerinnen und Bürgern Spaß macht, mit Tat und Rat zur Seite stehe den Bürgern und mir der Büroalltag Spaß macht. Nürnberg, Großstadt mit über 500.000 Einwohnern. Für das möglichst reibungslose Zusammenleben der Menschen sorgen Verwaltungsfachangestellte. Sie arbeiten in Ämtern, Behörden und Einrichtungen. Im Sekretariat der Veitstoß-Realschule machen Johanna Müller und Dominik Gräser, beide im ersten Ausbildungsjahr, eines von vielen Praktika. Die Sekretärin zeigt ihnen, wie sie Ausgaben für Sportgeräte in ein Formular für Haushaltsmittel der Schule eintragen müssen. Und Lieferschein habt ihr. Das heißt, ihr könntet jetzt rübergehen in die Halle und gucken, ob alles da ist, ob es komplett ist. Ja. Und dann gucken, ob die Rechnung im Paket ist. Okay, ja. Alles klar. Dienstbeginn war 6.30 Uhr. Früh am Morgen haben die beiden Praktikanten bereits Krankmeldungen entgegengenommen, den Postein- und Ausgang erledigt und Schulbesuchsbestätigungen ausgefüllt. Beide haben die mittlere Reife, ein Auswahlverfahren bestanden und während des ersten Ausbildungsjahres in verschiedenen Dienststellen praktische Erfahrungen gesammelt. Sie wissen, bei den vielen verschiedenen Aufgaben ist es wichtig, den Überblick zu behalten und alles muss seine Ordnung haben. Das sieht ganz gut aus. Ja. Die Springseile. 10 Stück müssen das sein. Lass mal, durchschauen Sie noch ein wenig. Verschiedene. Ja. Okay. Also auch ein Haken. Perfekt. Beide waren gut im Fach Betriebswirtschaft und Rechnungswesen, kurz BWR. In der Schule hat mir das schon immer Spaß gemacht, BWR mit den Rechnungen buchen, Buchungssätze machen. Und dann habe ich mich ein bisschen informiert und dann habe ich das halt gesehen, dass man da auch viel im Büro macht bei der Verwaltungsfachangestellten und auch der Bürgerkontakt. Sorgfältig sollte man vielleicht sein, weil man halt viel mit Zahlen macht und ja, allgemein, das ist auch ein wichtiger Punkt. Auch ein selbstbewusstes Auftreten ist nicht schlecht, wenn man zum Beispiel Parteiverkehr hat, dass man da jetzt nicht so zurückhaltend ist, wobei man das auch lernt, also das ist jetzt nichts so, was vorausgesetzt werden muss. Vielleicht noch gute Deutschkenntnisse oder das, ja, dass man sich eben ausdrücken kann, gut. Das ist so die Punkte, würde ich sagen. Ja. Von der Realschule ins Rathaus, ins Amt des dritten Bürgermeisters. Dort muss sich Dominik um die Themen Schulweg und Beförderung kümmern. Da steht oft den ganzen Tag das Telefon nicht still. Geschäftsbereich dritter Bürgermeister, Gräser Dominik, hallo. Meist fragen Eltern nach kostenlosen Monatskarten für ihre Kinder. Ja. Dominik muss schnell rechnen und antworten können. Württemberger Straße, haben Sie gesagt. Also das ist dann unter 3 Kilometer und da besteht halt nicht mehr die Kostenfreiheit, sondern nur noch ein ermäßigtes Schülerticket. Das wäre dann die Alternative. Wenn der Schulweg der Kinder mehr als 3 Kilometer beträgt, gibt's die Karte kostenlos. Manchmal entscheiden ein paar Meter, wer zahlen muss, die Eltern oder die Stadt. Neben Stadtplänen mit Tarifzonen stehen Dominik noch weitere Hilfsmittel zur Verfügung. Also das wird mal langsam eingearbeitet. Wir haben da eine spezielle Datenbank, wo die ganzen Distanzen aufgelistet sind. Und es ist die Distanzen dann auch durchdacht. Die sind mehrmals abgefahren worden und abgelaufen. Und nach bekommen wir das alles wegen so rein, mit Einarbeitungszeit. Diese Fähigkeiten sind gefragt. Gute Deutschkenntnisse, gut in Mathematik, Sorgfalt und Ordnungssinn. Mehr Infos und viele weitere Berufsporträts als Video zum Download und als Podcast gibt's im Internet unter ARD Alpha. Ich mach's. In der insgesamt dreijährigen Ausbildung geht's zweimal im Jahr, je 3 Wochen lang, auf die Bayerische Verwaltungsschule in Nürnberg. Für Johanna stehen dort zahlreiche Rechtsfächer auf dem Stundenplan, auch bürgerliches Recht. Wie kommt ein Vertrag zustande? Die dazu passenden Gesetzestexte zu verstehen und die zahlreichen Artikel und Paragraphen anzuwenden, eine Herausforderung. Für Dominik und seine Mitschüler heißt es ständig üben. Berufsschullehrer Dominik Müller hat viele Beispiele parat. Wie schafft es denn der Autohändler B,
dass er seine Verpflichtungen erfüllt. Ja? Ja, das ist, glaube ich, Paragraf 929. Also die beiden Parteien, also die Gemeinde A und der Autoverkäufer B, müssen sich ja halt dann in der Sache einig sein, dass er das übergeben können. Ganz genau. Und diese Willenserklärung nennen wir Antrag oder Annahme. Schlag doch mal alle den Paragraphen 145. Juristendeutsch kann man lernen. Man braucht auch nicht jedes einzelne Gesetz, was da drin ist. Das ist alles nach und nach. Und in jedem Gesetz wird man da eingeführt und eingearbeitet. Also das ist jetzt, man darf es jetzt nicht von der Größe oder von der Masse, was man da hat, erschlagen lassen, sage ich mal. Es unterscheidet sich schon von dem Jurastudium, weil man im Jurastudium speziell ins Strafrecht reingeht. Aber bei den Verwaltungsfachangestellten ist so der Schwerpunkt im öffentlichen Recht, weil wir da auch die ganzen Rechtsbereiche und Gesetze kennen müssen, die wir dann auch später in der Arbeit benötigen. Die Ausbildung ist lernintensiv. Zusätzlich zur Verwaltungsschule gehen die Azubis im Jahr noch 3 Monate lang auf die Berufsschule. Auch dort müssen sie sich oft intensiv mit Rechtsfragen auseinandersetzen. Und bitteschön. Diese Klasse im 2. Ausbildungsjahr beschäftigt sich mit rechtlichen Grundlagen der Gemeindeverwaltung. In Arbeitsgruppen lösen sie gemeinsam Probleme, die immer mal wieder auftauchen, zum Beispiel kurz vor einer Wahl. Hier helfen alle zusammen, um die oft kniffligen Fragen zu beantworten. Jetzt noch eine Frage zur Aufgabe B. Und zwar, welche Konsequenz der Artikel 31 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 GO dann eben für die Umberta Eco hat. Also im Fall ist ja die Umberta Eco, die ist Gemeindeangestellte und möchte gleichzeitig Mitglied im Gemeinderat sein. Jetzt stellt sich die Frage, ob da irgendwas dagegen spricht. Ein Interessenskonflikt? Dieser Stoff zählt zu den Grundlagen der Ausbildung. Wie ist eigentlich die Gemeinde aufgebaut? Welche Aufgaben hat die Gemeinde? Welche Aufgaben hat der Bürgermeister? Welche Aufgaben hat der Gemeinderat? Und wie kommt es eigentlich zu Entscheidungen in der Gemeinde? An der Berufsschule stehen regelmäßig Computerkurse auf dem Lehrplan. Neben Fingerfertigkeit auf der Tastatur erlernen die Azubis spezielle Programme, mit denen man beispielsweise Abschreibungen in Haushaltspläne einträgt und vom Computer berechnen lässt. Die Ausbildungsinhalte: Rechtskunde, Verwaltungsaufgaben, Kundenberatung. Alena Pohl hat es fast geschafft. Sie ist im 3. Ausbildungsjahr und steht kurz vor dem Abschluss. Derzeit absolviert die 19-Jährige ihr letztes Praktikum im Marktamt. Die Händler kennen sie, denn wie sie ist Alena auch schon am frühen Morgen auf den Beinen. Der Italiener Antonio Mancia beklagt sich. Wie läuft das Geschäft bei Ihnen? Das Geschäft momentan ist sehr ruhig, muss man sagen. Dadurch, dass jetzt die Leute, die in Urlaub gehen, alle, dann wird das Geschäft ein bisschen niedriger. Oh. Das städtische Marktamt auf dem Gelände des Großmarktes wird auch ihr zukünftiger Arbeitsplatz sein. Die Mitarbeiter kümmern sich um den berühmten Christkindlesmarkt genauso wie um Wochen- und Stadtteilmärkte. Genauigkeit ist wichtig, wenn Alena Pohl Plätze zuweist und für die technischen Voraussetzungen vor Ort sorgt. Aber auch den persönlichen Kontakt zu den Händlern muss sie pflegen. Ja, wir kümmern uns um die Belange von den Markthändlern. Also wenn die Probleme haben, rufen die immer bei uns an. Dann stellen wir an die auch Rechnungen, wenn sie halt für ihre Marktgebühren zahlen müssen. Also wir für ihren Stellplatz, dann überweisen wir Rechnungen an zum Beispiel die Energie für den Strom und sowas, wenn wir die Markthändler Strom beziehen. Und ja, ganz wichtig ist, dass man mit den Händlern freundlich umgeht. Also, dass man sich um denen ihre Belange kümmert und immer ein offenes Ohr für die Händler hat. Dienstfahrten zu den Händlern im Stadtgebiet gehören auch zu ihren Aufgaben. Mit Sonderparkrecht direkt auf dem Platz. Zusammen mit der Abteilungsleiterin Gabriele Meyer besucht sie erstmals den Nürnberger Hauptmarkt.
Hier verkaufen Händler Obst und Gemüse aus der Region, bieten Blumen an und sorgen für kleine Imbisse. Alles hier hat System, erklärt ihr Gabriele Meyer. Hier am Rand sind jeweils die Kulinarikstände. Und zwar, das haben wir schon besprochen, hier habe ich die Strommöglichkeit. Da ist der Strom entsprechend hochgerüstet, damit die ihre Geräte betreiben können. Nach dem Überblick folgt die Kontrolle der Stände. Die Händler sind verpflichtet, jedes Angebot mit Gewicht und Preis anzugeben. Und das natürlich korrekt. Gabriele Meyer hat jahrzehntelange Erfahrung und kennt ihre Pappenheimer. Ich kann die ganz verwenden. Also ausgezeichnet werden muss der Preis. Und zwar, schauen wir mal genauer an. Es muss draufstehen und es muss immer der Kilopreis draufstehen. Okay. Außer bei Schalenware. Also eine Schale Erdbeeren und eine Schale Himbeeren. Ne? Da muss und wenn draufstehen. Ich will, dann kann ich verlangen, dass mir der Händler das nachwiegt. Alena wird am Anfang nicht allein kontrollieren müssen. Wichtig ist, dass man vorher gut informiert ist. Dass ich weiß, wie groß muss der Stand sein, was darf der verkaufen. Also, dass ich diese Informationen parat habe. Ja? Und ich diskutiere nicht im Freien. Wenn es also irgendwas gibt, was ich beanstanden müsste, nie im Freien. Sodass also weder Kunden noch Nachbarn zuhören können. Sowas bespricht man im Büro. Das ist ganz wichtig. Ja? Und immer ehrlich sein und offen. Und wenn ich was nicht weiß, da vergebe ich mir auch nichts, wenn ich sage, das weiß ich nicht, ich muss nachfragen. Das ist jetzt ein neuer Stand. Und jetzt schauen wir mal, wie groß der ist, weil das geht ja nach Tagesplätzen. Wir haben jetzt kein Maßband dabei. Und manchmal reichen auch die eigenen Beine, um zu prüfen, ob ein Stand der abgesprochenen Größe entspricht. Die Besonderheiten: Sehr flexibel sein, vertraulich mit Informationen umgehen, gelegentlich unter Termindruck arbeiten. Mit besonders vielen und unterschiedlichen Menschen haben es die Verwaltungsfachangestellten im Einwohneramt zu tun. Eine Melde-, Pass- und Ausweisbehörde, die fast jeder Bürger der Stadt mal aufsuchen muss. Ausbilderin Daniela Gumbrecht und Auszubildende Christine Holzer begegnen allen freundlich und kompetent. Für den richtigen Umgang mit den Bürgern lernen die Azubis extra Präsentationstechniken und auch Themen kennen wie Menschenrechte in der Verwaltung und diskriminierungsfrei in der Stadt leben. So fühlt sich jeder ernst genommen und korrekt behandelt. Biometrisches und Originalgeburtsurkunde ist auch ganz wichtig. Kerstin Kraus hat vor 26 Jahren bei der Stadt diesen Beruf gelernt. Heute ist sie Leiterin des Service Centers mit 29 Mitarbeitern. Sie hat sich gleich nach der Ausbildung zur Verwaltungsfachwirtin fortgebildet und dann regelmäßig auf interne Stellen beworben. Ihr Rat für Berufsanfänger? Gerne, tschüss. Wissbegierig bleiben, immer gut zuhören, auch den Ausbildern auf den verschiedenen Praktikumsstellen, die Tipps annehmen, die einem da konkret gegeben werden, und interessiert bleiben. Karrieremöglichkeiten: Spezialisierung, Verwaltungsfachwirt, Studium zum Beispiel Jura. Mehr Infos gibt's im Internet unter ARD Alpha. Ich mach's. Der Beruf des Verwaltungsfachangestellten bietet in Großstädten wie Nürnberg Stellen in rund 50 verschiedenen Ämtern und Behörden. Im Büro des Leiters für Protokolle und Veranstaltungen, genauso wie bei der Feuerwehr und im Tiergarten. So wird Alena Pohl vielleicht auch irgendwann einmal dafür sorgen, dass Ehrungen und Besuche im großen Rathaussaal perfekt über die Bühne gehen.